Herzlich willkommen für unsere heutige Session Bible Study. Und ich habe ein Buch mitgebracht, was echt der Hammer ist. Es ist so spannend und so relevant auch für uns, obwohl das Ding 2600 Jahre her ist, wo es geschrieben worden ist. Es ist ein kleiner Prophet, sehr unscheinbar, kaum einer kennt ihn, aber dieses Buch ist echt gewaltig und wir werden da, ich war selber in der Vorbereitung auch massiv überrascht, was da alles drinsteckt in diesem Buch. Und es geht um den Propheten Habakuk und die große Frage, warum schweigt Gott zu Unrecht und Gewalt? Ja. Warum reagiert Gott da nicht? Das passt doch gar nicht zu seinem Wesen. Und diese Frage, die auch uns bewegt, hat Habakuk vor 2600 Jahren schon sich gestellt und hat mit Gott da, ist in einen Dialog getreten. Und dieser Dialog wird eigentlich in diesem Buch niedergelegt. Wir werden uns mit 8 Punkten beschäftigen. Einige gehen sehr schnell und die Hauptsachen sind dann die hinteren Teile. Wir werden etwas sehen, kurz über den Propheten Habakuk. Was ist das für ein Mann? Wann ist das Buch etwa geschrieben und wer waren die ursprünglichen Adressaten? An wen ging das ursprünglich? Was sind die Charakteristika dieses kleinen Propheten mit seinen 3 Kapiteln? Was ist so besonders an diesem Buch im Vergleich zu anderen Büchern? Ja, was ist das genaue Thema dieses Buch? Worum geht's? Kann man das so in einem Satz formulieren? Ja, das kann man. Und da wird sehr klar, worum es in diesem Buch geht. Dann hat das Buch verschiedene Ebenen. Das war sehr interessant für mich in der Vorbereitung, dass mir so klar geworden ist, dass es sogar 6 verschiedene Ebenen gibt, auf die hier eingegangen wird in diesem Buch. Und das hilft sehr, das Buch noch tiefer zu verstehen, wenn man diese verschiedenen Ebenen sich da klar ist. Dann die Buchstruktur, die ist relativ einfach. Und dann werden wir eine Grobgliederung sehen. Es sind zwar nur 3 Kapitel, aber eine grobe Gliederung ist trotzdem sehr hilfreich, wie wir sehen werden. Und die gibt natürlich auch ein Stück die Buchstruktur wieder. Und dann die Hauptsache ist dann, dass ich diese Grobgliederung, diese Abschnitte, die sich daraus ergeben, dann einfach abschnittsweise besprechen möchte. Und das Buch hatte nur 56 Verse, also das ist ja wirklich jetzt nicht so viel. Das kann man wirklich auch im Laufe des heutigen Abends auch wirklich auch ganz lesen, werden wir auch tun. Ja. Und es ist wirklich überschaubar, aber unglaublich tiefgehend. Der Name Habakuk ist eigentlich sehr unklar, was das bedeutet. Es gibt einen Vorschlag, es bedeutet umarmen. Manche leiten es von irgendeiner assyrischen Pflanze ab. Aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, man weiß es eigentlich nicht. Und er wird Prophet genannt, in Kapitel 1, Vers 1, in Kapitel 3, Vers 1. Also er ist wirklich ein Prophet, ein Sprecher Gottes, der Offenbarung Gottes weitergibt. Auch im Neuen Testament wird er 3-mal zitiert oder mehrfach zitiert, aber einmal eine einzige Stelle wird sogar 3-mal zitiert. Und Habakuk ist der Autor des gleichnamigen Buches, aber ansonsten weiß man eigentlich von ihm gar nichts. Ja, seine Person ist eigentlich völlig unbekannt. Sie kommt nur im Buch Habakuk vor, außerhalb des Buches. Wir wissen von nichts über ihn. Und das Buch selbst gibt auch nur beschränkt Auskunft, vor allem aber nicht irgendwie genau seine Abstammung, Familienverhältnisse, Zeit und Ort, wo er genau wirkt. Ist alles im Dunkeln. Und das ist auch vielleicht hat auch eine Besonderheit, dass es darum geht, was ist eigentlich die Botschaft, der Dialog mit Gott. Wirkungsort ist schon klar, es ist in Juda, wahrscheinlich auch in Jerusalem, weil er sich da mal in so einem Turm an der Mauer verkriecht. Möglicherweise ist das Jerusalem. Ja, aber das ist es dann schon, was man weiß. Also sehr wenig Information über den Propheten selbst. Die Abfassungszeit und die Adressaten. In Kapitel 1, 1 bis 11, in diesem Teil, haben wir in Vers 6 den Abschnitt, dass Gott, die Aussage, die Verheißung, dass Gott die Babylonier erwecken wird. Ich lasse die Babylonier zu großer Macht gelangen, dieses grausame kriegerische Volk. Und das ist ja offensichtlich dann gesagt zu einem Zeitpunkt, wo es eben noch nicht der Fall war. Ja? Sondern es ist eine Zukunftsaussage, ich lasse sie zu großer Macht gelangen. Und wann ist das geschehen? Ist es eigentlich geschehen mit dem Vater von Nebukadnezar, Nabopolassar, der im ausgehenden 7. Jahrhundert vor Christus
König wurde und dann das Reich zu neuer Blüte führte und vor allem dann durch seinen Sohn Nebukadnezar, der dann von 605 folgende dann der bedeutendste, wichtigste König der Babylonier war und das wirklich zur Weltmacht geformt hat. Und da gab es so einen Machtumschwung, vorher war Assyrien die Weltmacht. Und die erlebte dann innerhalb kurzer Zeit einen Niedergang von 612, Fall Ninives, bis 605, Schlacht bei Karkemisch, ja, wo dann ihre Macht vernichtet wurde. Kurz, da gab es noch ein paar Nachwehen hinterher. Aber da war der Niedergang Assyriens besiegelt und Babylonien ist dann aufgestiegen zur Weltmacht. Und dann sehr schnell, danach hat sie also erobert. Und Kapitel 1, 12 bis 2, 1 reflektiert dann auch eine Zerstörung Jerusalems und auch Gefangenschaft von Leuten aus Juda und Jerusalem durch die Babylonier offenbar. Und so befinden wir uns da in der Zeit, wo dann Babylonien Jerusalem eroberte. Einmal 605, einmal 597 vor Christus, wo dann Hesekiel weggeführt wurde und andere. Und die Kapitel 2, Vers 2 und 3, 19 ist offensichtlich ein bisschen danach. Also es ist so die Wende vom 7. zum 6. Jahrhundert, so kurz vor der endgültigen Zerstörung Jerusalems. Und die Adressaten sind die Menschen in Juda. Das Nordreich war ja schon längst in der assyrischen Gefangenschaft weggeführt worden, vor mehr als 100 Jahren. Und die Menschen in Juda und Jerusalem sind die ursprünglichen Adressaten dieses Buches. Der Charakter des Buches Habakuk ist wirklich ein bisschen besonders. Wir haben verschiedene Ausdrücke, die vorkommen in diesem Buch und dieses Buch praktisch charakterisieren. Es ist von Botschaft die Rede dreimal, von Vision, dann von Klage, von Lied und Gebet. Also es ist eine sehr interessante Mischung von auch verschiedenen Formen. Ja? Und der Habakuk gilt eigentlich so ein bisschen als der Philosoph unter den kleinen Propheten. Warum? Weil er die Frage der Theodizee aufwirft, die Frage der Gerechtigkeit Gottes. Diese Frage der Theodizee kann ja auf zwei Ebenen gestellt werden. Einmal auf der persönlichen Ebene. Also warum geht es meinetwegen den Gottlosen so gut und dem Gerechten, warum geht es dem so schlecht? Warum passieren denn so viele schlimme Dinge? Und dem Gottlosen geht es gut. Das passt doch nicht zur Gerechtigkeit und Güte und Liebe Gottes zu seinen Kindern und so. Das ist so die eine Ebene. Aber das ist nicht das Thema in Habakuk. Sondern im Habakuk ist die Frage der Theodizee mehr allgemein gestellt. Die Gerechtigkeit, die Ungerechtigkeit in der Welt, auch im Volk Gottes. Und Gott schaut zu, schaut bei dieser Gottlosigkeit des Gottesvolkes zu, bei dieser ganzen Ungerechtigkeit, Gewalt und Unrecht, was da geschieht. Gott macht nichts. Und das ist verwirrend, weil Gott ja gut ist und heilig ist und das ja eigentlich nicht anschauen kann. Aber nicht nur, wenn das im Volk Gottes so ist, sondern auch international dann, das ist eben auch bei Habakuk dann das große Thema, wenn dann Völker, andere Völker überfallen und große, schlimme Verbrechen begehen und Städte, Länder verwüsten, vernichten und so. Und Gott, der heilige Gott, der auch die Menschen erliebt und sieht, wie die abgeschlachtet werden, unbarmherzig und da macht er auch nichts. Oder es scheint so, dass er nichts macht und dass es lange viel Zeit ins Land geht und es passiert nichts und dieses Böse triumphiert so auf dieser völkischen Ebene. Ja. Das ist ja auch ein hochinteressantes Thema in unseren Tagen. Ja. Also das ist das Thema von dem das besondere Charakter des Buches, dass es so philosophisch ist, dialogisch, Botschaft, Vision, Klage, Lied, Gebet. Und eher so die philosophische Frage, die Frage der Theodizee. Dann besonders ist auch, wir haben sehr viele Vergleiche und Bilder aus der Natur. Also Habakuk scheint da sehr naturverbunden zu sein. Also es sind ganz viele Vergleiche, die machen es natürlich auch sehr lebendig. Ich habe mal da eine kleine Aufstellung. Schneller als Panda oder wilder als Wölfe am Abend, die ja abends auf die Jagd gehen. Ne? Also wilder als Wölfe am Abend, also als Wölfe auf der Jagd bedeutet es. Oder sie fliegen herbei wie Adler, die sich auf ihre Beute stürzen, so werden die Feinde beschrieben. Oder sie tun die Menschen zusammensammeln und gefangen nehmen, wie man Sand zusammenschaufelt. Ja. Oder wie ein Wirbelwind kommen die feindlichen Heere daher. Oder wie ein schützender Fels ist doch Gott.
Und das Volk, das da gerade so bestraft wird und gefangen genommen wird, und mit ihnen wird umgegangen wie mit Fischen und anderen Meerestieren, die massenhaft gefangen werden und getötet werden. Oder wie ein Wachtposten oder jemand, der sein Maul so weit aufreißt wie das Totenreich. Ein sehr drastisches Bild, das Totenreich ist unersättlich, ja, verschlingt alle Menschen, nur eine Frage der Zeit. Ja. Sein Maul so weit aufreißt wie das Totenreich. Unersättlich wie der Tod, heißt es in Kapitel 2, Vers 5. Oder wie ein Adler in seinem Nest. Oder wie das Wasser den Meeresboden bedeckt oder die Meere erfüllt. Oder taumeln wie Betrunkene. Oder Gott, wenn er erscheint, ist ein Licht wie das Sonnenlicht. Oder zum Gericht, wie man Weizen trischt. Oder er springt vor Freude wie eine Gazelle. Also ganz, ganz viele Bilder und Vergleiche. Wenn man bedenkt, das Ding hat nur 3 Kapitelchen, 56 Verse, dann ist es also eine sehr hohe Quote an Bildern und Vergleichen, die hauptsächlich aus der Natur genommen sind. Ein weiteres Phänomen findet sich zum Teil auch bei anderen kleinen Propheten, bei Zephania zum Beispiel, aber gerade bei Habakuk. Wir finden in diesem kleinen Propheten mehrere absolute theologische Spitzensätze, nenne ich das immer so. Das sind herausragende Sätze, die echt jeder für sich der Hammer ist. Und ich habe mal 4 dieser Spitzensätze, greife ich jetzt mal raus. Ja, der berühmteste ist Kapitel 2, Vers 4, die erste Hälfte, wo es heißt, bei Luther heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben, die Hoffnung für alle, übersetzt hier, nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Der Satz ist ein absoluter Spitzensatz, der wird im Neuen Testament 3-mal zitiert, in Römer 1, Vers 17, in Galater 3, Vers 11 und auch in Hebräer 10, Vers 38. Ja, aber das ist schon eine Nummer. Und es gibt da manchmal so ein bisschen die Frage, wie könnte man das ganze Alte Testament zusammenfassen? Und da gibt es verschiedene Sachen. Und bei Micha gibt es was, wo 5, 6 Punkte genannt werden, wo man sagt, das ist eine gute Zusammenfassung des Alten Testaments, wie ein Christ leben soll. Dann gibt es diese Zweierzusammenfassung, ne? Gott lieben und den Menschen, der Nächsten lieben, wo es also in 2 Geboten zusammengefasst wird. Und es gibt auch einen Versuch, auch seitens der Juden schon, praktisch die Quintessenz des Alten Testaments in einem Satz zusammenzufassen. Und das ist tatsächlich dieser Satz. Nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Das ist der innerste Kern, worum es im Christsein, der Nachfolge Gottes im Leben eigentlich überhaupt geht, Gott zu vertrauen. Und der Gott vertraut, der wird Anerkennung von Gott finden oder gerecht gesprochen. Ja. Dann ein zweiter Spitzensatz, ist einer meiner Lieblingssätze, weil er so die globale Perspektive einnimmt. Wie das Wasser die Meere füllt, so wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Das muss man sich wirklich mal wirken lassen, ne? Also das Wasser füllt den ganzen Meeresboden aus, 2/3 der Erde ist Wasser. Ja. Und so wie Wasser den Meeresboden bedeckt oder wie Wasser die Meere füllt, so erschöpfend, so vollständig, wird die ganze Erde, die ganze Völkerwelt voll sein von Gottes Erkenntnis. Die Menschheit wird Gott erkennen. Das ist das große Ziel und Fernziel. Und das wird Gott auch erreichen. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht ursprünglich von Habakuk ausgesagt, dieser Satz, sondern es findet sich schon in Jesaja. In Jesaja 11, Vers 9 findet sich praktisch der gleiche Satz. Und wahrscheinlich zitiert Habakuk hier aus Jesaja diesen Spitzensatz. Ja. Das ist ein Hammersatz. Wie das Wasser die Meere füllt, so wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Also mit dieser Perspektive kannst du also wirklich bei all dem Chaos, was um einen herum ist, trotzdem immer noch fröhlich in die Zukunft gehen, ne? Weil du weißt, darauf läuft es hinaus. Ja. Die Erde wird voll werden, voll der Erkenntnis des Herrn, so wie Wasser das die Meere bedeckt. Ein anderer Spitzensatz ist, da wird von den Götzen geredet, wie nichtig die alle sind und unfähig. Und im Vergleich dann dazu
Der Herr dagegen wohnt in seinem heiligen Tempel. Also er ist in Jerusalem präsent. Ist wahrscheinlich eben geschrieben, auch wo der Tempel noch nicht zerstört ist. Und dann geht es weiter. Dadurch, dass Gott in seinem heiligen Tempel wohnt, seine Präsenz hat dort auf dem heiligen Berg in Jerusalem, dann geht es weiter. Seid still vor ihm, ihr Menschen auf der ganzen Welt. Ja. Also alle Menschen auf der ganzen Welt, 8 Milliarden inzwischen, ja, alle müssen einfach mal ihren Mund halten und still sein vor diesem erhabenen Gott, der da präsent ist in seinem Tempel. Findet sich ähnlich auch bei Zephania 1, Vers 7, Sacharja 2, Vers 17 und auch in Kapitel 2, Vers 20 bei Habakuk findet sich dieser Vers. Und ein letzter Spitzensatz ist jetzt nicht so eine theologische Lehraussage, sondern es ist eher eine seelsorgerliche, geistliche Aussage, wo Habakuk dann die Kurve kriegt von der Klage hin zum demütigen Vertrauen und sich freuen in Gott, trotz all diesem Schlimmen, was um ihn herum ist. Ja. Und das ist am Ende des Buches, kommt er dann praktisch zu dieser Erkenntnis. Beschreibt er kurz vorher, was alles nicht da ist. Also das halbleere Glas, was alles noch nicht da ist und noch kaputt ist und im Argen liegt und so weiter. Eine ganze Liste, was da alles nicht ist. Und dann sagt er, und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Also nicht irgendwie die Dinge, ja, gute Ernte und gute materielle Verhältnisse und Frieden und alles. Nicht das ist die ultimative Freude, sondern Gott, der Herr, ist der Grund meiner Freude. Also doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie eine Gazelle kann ich über die Berge springen. Also das ist wirklich eine Absage an alle Depression und Verzagtheit, sondern es ist ein vertrauensvoller Blick auf Jahwe. Und wenn wir unseren Blick auf Jahwe richten, auf unseren Gott richten, ja, der Gott, der uns hilft, ja, und der diese fantastische Zukunft auch für uns bereit hat, er selbst ist der Grund unserer Freude. Und deswegen auch in dem Liedvers, na, in dir ist Freude in allem Leide. Das ist eben möglich, weil unsere Freude in Gott, in Christus wurzelt. Und das sind hochinteressante Spitzensätze, die wir da in Habakuk finden. Dann die 6 Ebenen des Buches werden die dann noch sehen im Einzelnen. Es ist die persönliche Ebene von Habakuk, es ist die nationale Ebene Judas, es ist die internationale Ebene mit der Weltmacht Babylonien und anderen Völkern in diesem Zusammenhang. Dann die 4. Ebene ist dann die individuelle Ebene des Menschen, also der Einzelne vor Gott. Die 5. Ebene ist die globale Ebene und die 6. Ebene ist dann einfach die Ebene Gottes, die Seite Gottes. Ja. Das ist ein sehr interessantes Buch, mal unter diese Ebenen aufzuteilen, zu sehen, was wird eigentlich auf diesen Ebenen alles gesagt und verhandelt und welche Aussagen finden sich dann auf diesen verschiedenen 6 Ebenen. Und das nächste und letzte Charakteristika des Buches, es ist eigentlich ein Dialog. Es ist also keine Predigtsammlung, wenn wir jetzt mal Jeremia nennen, da ganz viele Predigten an das Volk oder Weissagungen und so weiter, über fremde Völker, über Jerusalem, Juda und so. Das ist gar nicht so stark, gibt zwar auch ein bisschen in der Richtung was, Prophetie, aber es ist einfach sehr stark ein Dialog zwischen dem Herzen Habakuks und Gott. Also der Prophet Habakuk versteht Gott nicht, warum Gott so schweigt und nichts tut. Ja. Und das klagt der Gott und Gott gibt Antwort. Und dann versteht Gott aber wieder nicht, warum Gott dann so handeln kann und die bösen Babylonier nehmen kann, um andere zu bestrafen, weil die doch viel schlimmer sind und verbrecherischer als die, die da bestraft werden. Und dann gibt auch Gott da eine Antwort. Ja. Also dieser Dialog zwischen Habakuk und Gott macht dieses Buch irgendwo einzigartig unter den kleinen Propheten. Sowas gibt es also sonst überhaupt nicht. Also wir haben so ansatzweise, bei Jeremia haben wir auch so Dialoge, wo Jeremia mit Gott hadert und so. Aber das ist bei Habakuk genau das Zentrum, dieser Dialog zwischen Habakuk und Gott. Das Thema des Buches kann man eigentlich in diesem Satz zusammenfassen. Es geht
um Gottes Gerechtigkeit angesichts himmelschreienden Unrechts und Gewalt. Aber es geht nicht um die individuelle, persönliche Ebene jetzt, dass ich persönlich jetzt Unrecht erleide oder mir schlimme Dinge widerfahren, sondern es ist diese nationale, internationale Ebene. Also Gottes Gerechtigkeit, wie kann Gott gerecht sein angesichts dieses himmelschreienden Unrechts und Gewalt auf nationaler Ebene? In dem Fall das gottlose Juda, ja, oder irgendein anderes gottloses Volk, wo Gottlosigkeit im Volk herrscht. Und Gott schaut zu und es ändert sich da nichts. Unrecht, Gewalt ist massiv da und Gott handelt nicht, macht nichts. Und das macht den Habakuk fast wahnsinnig. Also dieses himmelschreiende Unrecht und Gewalt auf nationaler Ebene, am Beispiel des gottlosen Juda. Und dann aber auch auf internationaler Ebene anhand des Beispiels der verbrecherischen Babylonier. Die Babylonier, die werden von Gott als Strafwerkzeug benutzt, um Juda zu strafen. Aber die sind ja noch viel schlimmer. Die sind absolut oberverbrecherisch. Was die sich leisten, wir werden dann die Liste ihrer Sünden sehen. Es ist unfassbar, wie viel Gewalt, Brutalität und Ungerechtigkeit da alles zusammenkommt. Es ist auch nicht viel anders als heute. Ja, und Gott lässt es laufen. Da passiert erstmal nichts. Ja. Das ist das Thema dieses Buches, die Frage der sogenannten Theodizee. Die sechs Ebenen des Buches, und die möchte ich jetzt vorstellen, das ist auch ein bisschen ein Schwerpunkt für heute Abend. Die sechs Ebenen des Buches, einmal die persönliche Ebene, also Habakuk. Ja. Und jetzt liste ich mal auf, was wir im Buch Habakuk finden, auf dieser persönlichen Ebene. Also ist dann von Habakuk die Rede oder von ich? Ja. Habakuk empfängt als Prophet die Botschaft Gottes in einer Vision, Kapitel 1, Vers 1. Er beklagt das Schweigen Gottes zu Unrecht und Gewalt in seinem Volk. Also im Volk Gottes ist Unrecht und Gewalt und Gesetzlosigkeit und Gott macht nichts. Ja, das beklagt er. Als Gott dann später Gericht ankündigt, dann fleht er um Gottes Gnade im Gericht über sein Volk. Also wenn Gott dann Gericht über sein Volk hält, bittet Habakuk, dass Gott dann doch ein gnädiges Gericht macht. Ne? Also das noch ein bisschen nicht ganz so schlimm werden lässt, wie sie es verdient hätten, sondern da auch noch Gnade walten lässt, mitten im Gericht. Ja. Er wartet auch ganz konkret auf Gottes Antwort auf seine Klage. Setz mich hin und warte wie so ein Wachtposten und schau, was Gott mir jetzt da sagt. Ja. Habakuk muss die Botschaft Gottes, also die Antwort Gottes, dann schriftlich fixieren und für die Nachwelt aufbewahren. Und er selbst soll geduldig auf ihre Erfüllung warten. Das wird ihm gesagt. Warte. Warte, es wird sich gewiss erfüllen. Warte. Kann dauern. Kann auch lang dauern. Kann auch sehr lang dauern. Aber es wird sich gewiss erfüllen. Also warte. Habakuk betet auch. Der Plan Gottes, der ihm dann geoffenbart wird, wie Gott dann auch die Babylonier schlussendlich strafen wird. Der Plan Gottes erfüllt ihn mit großer Ehrfurcht. Er bittet um dessen baldige Ausführung und um Gottes Erbarmen, auch wenn er im Zorn handelt. Die Vision Gottes hat dann auch eine starke körperliche Auswirkung auf Habakuk, dass er wie erschlagen am Boden liegt und ganz benommen ist und taumelt. Also verschiedene körperliche Reaktion der Schwäche, des Erschlagenseins durch diese Begegnung mit Gott. Das finden wir auch ganz intensiv bei Daniel zum Beispiel, bei seinen Visionen. Was noch von Habakuk auf dieser persönlichen Ebene gesagt wird, ist, dass er sehnsüchtig auf den Tag wartet, an dem dann das Unheil über die Babylonier hereinbricht, was Gott versprochen hat als Gericht über die Babylonier für ihre Verbrechen, die Juda angegriffen haben und dann sich auch ganz schlimm verhalten haben mit ihren bei ihren Eroberungen. Und Habakuk, die letzte Aussage über die in dieser persönlichen Ebene Habakuks, Habakuk freut sich an Gott, der ihm hilft und stark macht inmitten äußerst widriger Umstände. Also so erfahren wir doch im Buch Habakuk selbst einiges über den Propheten, auch wenn uns seine ganze Herkunft, Zeit und Ort nicht genannt werden. Also die persönliche Ebene, da ist einiges drin, was es also mit Habakuk macht.
Dann die nationale Ebene, Juda, ist ein Thema im Buch. Unrecht, Gewalt und Gesetzlosigkeit Judas. Die werden massiv beklagt von Habakuk in Kapitel 2, 1, Vers 2 bis 4. Also das ist leider Fakt in seinem Volk. Und er ist Judäer, er lebt in Juda. Und da ist eben Unrecht, Gewalt, Gesetzlosigkeit voll im Kurs. Das ist die nationale Ebene. Und ein weiterer Aspekt hier der nationalen Ebene Judas ist, dass dann Judas später viel leidet, aufgrund des Gerichts, das Gott hält über sie durch die Babylonier. Das bringt unermessliches Leid über Juda, dass sie da so also furchtbar bedrängt werden und ihnen viel Unrecht und schlimme Dinge passieren. Das wird dann auch beschrieben, wir werden es dann auch lesen. Aber ein letzter Aspekt auf dieser nationalen Ebene des Volkes Gottes, also Juda, also einmal Unrecht, Gewalt, Ungerechtigkeit, dann dieses Leiden aufgrund der Strafe durch die Babylonier. Aber am Schluss ist dann die Rettung Judas beim Erscheinen Gottes, wenn Gott erscheint zum Gericht über die Völkerwelt am Ende der Zeit. Dann wird Israel, dann wird Juda gerettet werden. Also auch sehr bedeutsame Aspekte auf dieser nationalen Ebene. Dann die internationale Ebene, das ist nochmal ein Stück weiter, spielt eine große Rolle. Gott weissagt den Aufstieg Babyloniens zur Weltmacht. Das muss also gewesen sein zu einem Zeitpunkt, wo das noch nicht offensichtlich war. Ihre Beschreibung als grausames und kriegerisches Volk, die Völker sind nicht alle gleich, es gibt mehr friedliebende, friedlichere Völker und es gibt sehr kriegerische, kämpferische und sehr grausame Völker. Babylonien gehörte zu der letzteren Kategorie, sehr grausam, sehr kriegerisch und deren Stärke ihr Gott ist. Also das ist das, was sie letztlich anbeten, ihre militärische Stärke. Ja. Von den Babyloniern wird dann ihre erfolgreiche Kriegführung beschrieben, sehr ausführlich, da haben wir einige Verse drüber, und das damit einhergehende Verwüstungen. Also hat immer zwei Seiten, es gibt einen Sieger, ja, aber die Besiegten und was für Verwüstung und Verheerung angerichtet wird in diesem Krieg. Ja, wie viele Menschen sterben und zerstört werden und Länder, ganze Länder vernichtet werden. Das ist eben auch eine Wahrheit. Und das wird auch, kommt hier auch klar zur Sprache. Wird dann einerseits gesagt, dass die Babylonier von Gott bestimmt wurden. Gott hat sich da gerade bewusst dieses grausame und kriegerische Volk ausgesucht, damit die seine Strafe vollziehen am Volk Gottes. Also einerseits sind sie Werkzeug Gottes als Strafwerkzeug für die Sünden Judas. Ja. Aber es wird dann auch beschrieben, dass sie extrem verbrecherisch und gottlos sind und dass es dann auch moralische Gründe hat, dass sie viele Verbrechen begehen, Kriegsverbrechen auch, ja, die dann schlussendlich zum Niedergang Babyloniens führen. Ja. Also das ist eine dritte Ebene des Buches. Also nach Habakuk selbst und Juda kommt dann diese internationale Ebene der Weltmacht Babylonien ganz stark ins Spiel. Aber irgendwo in der Mitte des Buches ist dann nochmal so ein Highlight. Vielleicht ist das sogar irgendwo das Zentrum. Bin mir noch nicht sicher. Aber das ist diese individuelle Ebene des Menschen, wo jetzt der Einzelne angesprochen wird. Und zwar sogar letztlich unabhängig von Nationalität. Der einzelne Mensch wird von Gott angesprochen und in Blick genommen im Buch Habakuk. Und zwar, da gibt es ja so die zwei Möglichkeiten. Du bist ein gerechter Mensch oder du bist ein gottloser Mensch. Und Gott hat eine Botschaft an den einzelnen Menschen. Die Gerechten werden aus Glauben leben. Das ist die Botschaft an die Gerechten. Also die werden leben durch Vertrauen, dass sie ihr Vertrauen auf Gott setzen. Nicht nur im Beginn ihrer Bekehrung oder so, dass sie erstmals ihr Vertrauen auf Gott setzen, sondern das Vertrauen auf Gott, das ist ihr Lebensmetier. So wie also der Fisch im Wasser lebt, ne, und eine Fliege in der Luft, so leben wir im Vertrauen auf Jahwe. Das ist unser Lebenselixier, unser Lebenselement, Gottvertrauen, diese Vertrauensbeziehung zu Gott. Das ist das Merkmal der Gerechten. Über die Gottlosen hat Gott auch eine Botschaft. Er sagt, die Gottlosen werden elend zugrunde gehen.
Also es ist eigentlich ganz einfach, ne? Schwarz-weiß. Für die einen leben, dann muss man sein Vertrauen auf Gott setzen. Ansonsten ist Untergang, Elend zugrunde gehen, wenn man das nicht tut, wenn man gottlos bleibt. Ja. Die Gottlosen werden Elend zugrunde gehen. Die Gottlosen werden dann in diesem Vers, anderthalb Verse sind es nur, siebenfach charakterisiert. Sie sind hochmütig, unaufrichtig. Die Gottlosen, die verlassen sich auf ihre Reichtümer. Sehr typisches Merkmal für Gottlose, sie verlassen sich auf ihre Reichtümer. Sie sind anmaßend, großmäulig, unersättlich. Und wenn sie dann noch in Machtposition sind, wie meinetwegen ein Nebukadnezar, dann verschlingt er ein Volk nach dem anderen. Ja. Das ist einfach die Ebene der persönlichen, die persönliche Ebene des einzelnen Menschen, die individuelle Ebene. Dann auf der globalen Ebene gibt es drei Aussagen, nur drei eigentlich, aber die sind extrem markant. Einmal gehört zu diesem Spitzensatz, ich habe ihn schon genannt, dass die Erde voll werden wird, voll Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, wie Wasser den Meeresboden bedeckt. Also die Erkenntnis Gottes wird eines Tages global sein. Also Gott nicht zu kennen, Gott zu verleugnen, ist nicht zukunftsfähig im Grunde genommen. Ja? Also zukunftsfähig ist nur, die Herrlichkeit Gottes anzuerkennen, sie zu erkennen und anzuerkennen. Das ist das, was nicht in der Zukunft, worauf alles hinausläuft, dann so sein wird, weltweit. Ja? Von daher ist es eigentlich sehr rückständig, wenn man Gott leugnet oder so, ist nicht zukunftsfähig, sondern zukunftsfähig ist allein, Gott zu erkennen und die ganze Erde, die da noch da sind, die dann leben dürfen auf dieser Erde, die werden alle voll sein, voller Erkenntnis Gottes. Und das ist eine fantastische Aussicht in globaler Hinsicht. Und alle Menschen auf der Welt müssen vor Gott verstummen. Ja? Da hat nicht irgendein Mensch das letzte Wort, sondern Gott hat das letzte Wort. Und die Menschen müssen einfach werden zum Schweigen gebracht vor Gott. Da kann man nur noch seinen Mund halten. So wie man praktisch, wenn eine hochgestellte Persönlichkeit in den Raum betritt, früher König oder Kaiser, da waren die Leute alle ruhig. Ja, da hat sich keiner getraut, irgendeinen Mucks zu machen. Ja, und so ist es auch mit Gott, aufgrund seiner Heiligkeit und seiner Machtfülle, da kann man als Mensch nur seinen Mund halten, vor ihm verstummen. Ja. Alle Menschen auf der Welt müssen vor Gott verstummen, praktisch seine Erhabenheit, seine Hoheit, seine Souveränität und seine Größe anerkennen. Und abschließend noch die globale Ebene am Ende in diesem Psalm, im dritten Kapitel, dieses Gebet von Habakuk. Da wird deutlich, dass das Gericht Gottes über die Völker ergeht, über alle Völker. Also nicht nur über ein Volk, wie es im Laufe der Geschichte immer so ist, dass Gott an ein Volk mal straft durch ein anderes Volk und so. Gottes Gericht geht über einzelne Völker immer wieder, auch über sein Volk Israel. Aber am Ende ist es ein weltweites Gericht. Und Gott zieht am Ende in den Kampf gegen die gesamte Welt, die sich gegen ihn verschworen hat, auch unter der Führung des Antichristen und so weiter. Also das Gericht Gottes ergeht über die Völker. Also wir haben eindeutig diese globale Ebene auch. Das ist übrigens typisch für die kleinen Propheten, die haben sehr oft auch diese globale Ebene mit im Blick. Und natürlich die himmlische Ebene oder die göttliche Ebene. Und da ist auch sehr viel, was in diesen drei Kapiteln über Gott ausgesagt wird. Der Herr ließ Habakuk eine Vision empfangen. Und der Herr hört nicht auf das Rufen Habakuks. Er kann da auch mal sich taubstellen sozusagen. Er rettet sein Volk auch nicht. Er kann da auch mal zuschauen, wie es dem Volk schlecht geht oder wie Ungerechtigkeit und Gewalt so da ist. Muss nicht sofort eingreifen. Wie auch eine Mutter nicht immer sofort eingreift, wenn Kinder zanken oder so. Manchmal muss man gleich eingreifen, aber manchmal kann man mal gucken, ob die das irgendwie geregelt kriegen, ob sie da das lernen, sich damit umzugehen und wieder vertragen oder irgendwie. Ja. Also
Gott rettet nicht gleich, hört auch nicht auf das Rufen Habakuks. Das gehört auch zum wahren Bild Gottes. Gott handelt zu Lebzeiten Habakuks und seines Volkes. Er handelt dann auch, aber völlig anders als erwartet. Ja. Also erwartet hat Habakuk wahrscheinlich, dass Gott irgendwie eine Erweckung schenkt und dass das Unrecht aufhört in seinem Volk und dass alles sich zum Guten wendet und so. Aber das passiert nicht. Sondern Gott handelt, indem er Gericht übt und ein fremdes Volk, eine Weltmacht herbeiholt, die ein schreckliches Strafgericht ausführt an Juda. Ja, das ist die Art, wie Gott handelt. So hat man sich das nicht gedacht. Ja, aber Gott handelt so, anders als man das oft erwartet. Gott lässt die Babylonier zu großer Macht gelangen. Das zeigt, dass Gott der eigentliche Weltherr ist. Er setzt Könige ein, setzt Könige ab, aber tut auch Völker hochbringen und Völker wieder untergehen lassen. Ja. Und das hat Gott alles unter Kontrolle. Er hat die Assyrer hochgebracht und hat sie als Gerichtsruder über das Nordreich verwendet. Jetzt bringt er die Babylonier hoch und verwendet sie als Gerichtswerkzeug gegen das Südreich. Ja. Und so handelt Gott auch mit den Nationen, das sind die sich oft gar nicht bewusst. Ja, die denken, ihre Macht, dass sie da zur Macht gekommen sind, hat einfach nur menschliche Gründe, hat auch solche Gründe, aber letztlich steckt Gott dahinter. Und Gott lässt Völker hochsteigen zur Weltmacht und steigen auch wieder ab. Ja. Gott regiert die Welt im buchstäblichen Sinne. Also Gott bestimmt die Babylonier dazu, dann seine Strafe an Juda zu vollstrecken. Gott greift nicht direkt ein, schickt ja nicht einen Engel zur Zerstörung, Vernichtung, wie es manchmal auch gemacht hat in der Bibel. Aber das Normale ist, dass Gott es eher im natürlichen Bereich handelt und dass er eben ein anderes Volk nimmt als Gerichtswerkzeug, um sein Volk zu strafen. Das hat er mehrfach gemacht. Wird klar gesagt, was die göttliche Ebene betrifft, Glaubende finden Gottes Anerkennung. Also man kann vor dieser göttlichen Ebene bestehen durch Vertrauen, durch Glauben. Gottlose werden zugrunde gehen. Das theologische Passiv, also Gott wird sie zugrunde richten, bedeutet das. Oder Gott wird sie zugrunde gehen lassen. Es ist das, was aus Sicht Gottes mit Gottlosen geschieht. Auch das ist praktisch göttliche Ebene. Dann der Herr reicht den Babyloniern, die ja seinen Zorn ausgeführt haben. Er reicht dann zu einem späteren Zeitpunkt den Babyloniern selbst den Becher gefüllt mit seinem Zorn. Da müssen die Babylonier den Zorn Gottes trinken, also bildlich gesprochen. Ja, sie bekommen den Zorn Gottes zu spüren und werden ihrerseits dann schrecklich verwüstet und vernichtet durch die Medo-Perser dann. Ja, das nächste Volk kommt, das straft dann die Babylonier. So wie die Babylonier die Assyrer bestraft haben. So bestrafen dann die Medo-Perser die Babylonier. Und das alles unter der Oberaufsicht und Leitung, Führung Gottes. Und als letztes ist der heilige Gott erscheint als Krieger zum Gericht über die Völker. Er wird dort wirklich als Kriegsmann dargestellt. Ist nicht so unbedingt das Gottesbild, was man so jetzt als erstes hört, wenn ich jetzt mal reinrufe in die Gemeinde. Ne? Sagt mir ein Bild für Gott, wie ist Gott? Da wird kaum einer auf die Idee kommen zu sagen, das ist ein Kriegsmann. Aber Gott ist auch ein Kriegsmann, steht wörtlich so in der Bibel, ja, als er sein Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Ne? Du bist der rechte Kriegsmann, Jahwe ist dein Name. Also Gott ist ein Krieger auch, ein Kämpfer, der auch Krieg führt mit Nationen und Gericht übt. Und er wird im Bild des Kriegers geschildert, der einerseits Gericht übt über die Völker, aber gleichzeitig eben kommt er auch, um seinem Volk, was völlig bedrängt ist von der Völkerwelt, dann ihm zu helfen und sie zu retten. Und das findet sich nicht nur im Alten Testament, das findet sich auch im Neuen Testament, muss man nur in die Offenbarung schauen, wenn Jesus wiederkommt, dann hat es auch mit Krieg zu tun und da werden ganze Völker niedergetreten und vernichtet. Das ist tief verwurzelt in der Heiligen Schrift. Also das waren die sechs Ebenen, das ist diese persönliche Ebene, nationale Ebene, internationale Ebene, individuelle Ebene, globale Ebene und die himmlische geistliche Ebene, also die Ebene Gottes. Das sollte man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, auf welcher Ebene befinde ich mich dann gerade, wenn ich in diesem Buch lese.
Da die Buchstruktur ist sehr einfach, hat einen ganz, ganz dünnen Rahmen, A und G, also die Buchüberschrift ein Vers und die musikalische Schlussnotiz ein halber Vers. Ja, das ist also, und dazwischen eine ganz klare Struktur. Klage Habakkuks, Antwort Gottes. Dann nochmal Klage Habakkuks, Antwort Gottes. Und dann kommt keine Klage mehr, sondern kommt Gebet, Habakkuks, ein Gebet. Und im Rahmen dieses Gebets erhält er auch eine Vision. Ja. Also das ist die Buchstruktur. Und aus dieser Buchstruktur, die sehr einfach ist eigentlich, sehr klar, ergibt sich jetzt diese Grobgliederung. Wir haben die Buchüberschrift in Kapitel 1, Vers 1. Also ein Vers Buchüberschrift. Und da es fällt eben auf, dass überhaupt keine Information über den Propheten gegeben wird oder die Zeit. Diese Buchüberschrift ist ein bisschen anders als in den anderen kleinen Propheten. Dann die Klage. Habakkuk beklagt Gottes Schweigen zu Unrecht und Gewalt in Juda. Relativ kurz. Kapitel 1, Vers 2 bis 4. Dann antwortet Gott mit Erweckung der Babylonier zum Gericht über Juda. Kapitel 1, 5 bis 11. Dann die nächste Klage. Habakkuk beklagt Gottes Schweigen zu den Verbrechen der Babylonier. Jetzt sind wir dann praktisch viele Jahre später. Die Babylonier sind inzwischen zur Macht gelangt und haben Weltmacht erlangt und jetzt auch Juda angegriffen. Die Strafe wird jetzt vollzogen, die Gott angekündigt hat. Jetzt ist sie schon vollzogen, oder zumindest teilweise vollzogen. Und es ist furchtbar und schrecklich. Aber es wird auch deutlich, dass die Babylonier ganz furchtbare Verbrecher sind. Und wirklich gottlos. Und ganz schlimme Sünde auch auf sich laden, wie sie da die Völker behandeln und erobern. Ja. Und deswegen klagt Habakkuk da auch wieder zurecht. Wie kannst du denn so ein Volk als Werkzeug benutzen, um uns zu strafen, die noch viel schlimmer sind als wir? Ja. Geht Habakkuk nicht in den Kopf. Ja. Und dann setzt er sich hin und sagt, jetzt warte ich einfach, dass Gott mir da eine Antwort gibt. Ja. Und dann gibt Gott, wissen nicht genau wann, aber dann gibt Gott eine dreifache Antwort eigentlich auf diese Klage Habakkuks. Nämlich in Kapitel 2, Vers 2 bis 20 finden wir das. Das erste ist die Offenbarung, die Gott ihm jetzt gibt, die wird gewiss zur festgesetzten Zeit erfüllt. Die Offenbarung, die er bekommt, ist so unglaublich eigentlich und so quer zu der Realität, zu der politischen Realität, dass Gott schon extra sagen muss, also auch wenn es ein bisschen strange vorkommt, was ich da jetzt sage, diese Offenbarung, sie wird aber gewiss erfüllt, kann sich darauf verlassen. Ich habe es gesagt. Ja. Zur festgesetzten Zeit wird es erfüllt, gewiss. Und deswegen schreib es auf, dass man es nachprüfen kann, wenn es dann erfüllt ist. Ja. Dann hat Gott eine Botschaft an jeden Einzelnen. Also wird etwas zu den Glaubenden gesagt und zu den Gottlosen gesagt. Und dann der dritte Teil der Antwort Gottes. Die ersten beiden sind noch irgendwie so Vorbereitungen, würde ich mal sagen. Aber der dritte Teil ist eigentlich dann so die eigentliche Antwort auf die Klage von Habakkuk, warum er zu den Verbrechen der Babylonier schweigt. Ja, warum Gott zu den Verbrechen der Babylonier schweigt. Gott gibt hier als Antwort praktisch die Babylonier werden auch bestraft werden. Ja. Und die Antwort ist, dass die Völker werden ein Spottlied über Babylon singen. Und das ist genauso, wenn einer heute sagt, also die Völker, alle Völker auf allen Kontinenten werden ein Spottlied über die Amerikaner singen. Ja. Das ist heute nicht so die Realität, dass Amerika ganz unten ist und alle verspotten sie. Ja. Amerika, sie militärisch die stärkste Macht der Welt, ja, stärker als je irgendeine Macht in der Weltgeschichte jemals war. Ja. Aber das wird umgedreht. Und hier verheißt Gott, damals die Babylonier waren Weltmacht, waren auf dem Gipfel oder noch weiter auf Vormarsch zu ihrer großen, großen Macht. Und zu dieser Zeit sagt Gott, die Völker
werden ein Spottlied über Babylon singen. Und dann werden wir uns dieses Spottlied dann auch näher anschauen. Habakuk betet dann und wird dann eingeleitet, dieses Gebet. Er reagiert auf diese Botschaft Gottes, dass Babylon praktisch untergehen wird, obwohl sie jetzt noch auf Vormarsch sind und extrem mächtig. Habakuk reagiert darauf mit großer Dankbarkeit, Erleichterung und Ehrfurcht. Und dann hat er eine Vision vom Erscheinen Gottes zum Gericht über die Völker, also nicht jetzt nur über Babylon, dass Babylon gerichtet wird, sondern über die Völker, über die Völkerwelt. Das ist eschatologisch, also endzeitlich. Wird ein Blick getan ganz ans Ende, wenn die ganze Welt gegen Israel zieht und dann kommt Jesus Christus wieder, und um die Feinde Israels zu besiegen und sein Volk Israel zu retten. Ja, dieses Szenario, was wir auch in der Buch der Offenbarung haben. Diese Vision vom Erscheinen Gottes zum Gericht über die Völker, und das fällt zusammen dann mit der Rettung seines Volkes. Und abschließend vom Gebet Habakuks, was einen großen Teil des Buches eigentlich einnimmt, Habakuks Reaktion auf diese Vision Gottes, von Gottes Erscheinen, wie er dann darauf reagiert. Und dann endet es mit einer kleinen musikalischen Schlussnotiz. Und diese Grobgliederung, die wir jetzt haben, die werden wir uns jetzt als allerletzten Punkt zu diesem Propheten nochmal einfach ein bisschen genauer anschauen und wirklich Punkt für Punkt durchgehen und dadurch das Buch noch viel genauer kennenlernen. Also wir kommen jetzt zur abschnittsweisen Auslegung. Und wir werden diese ganzen Unterpunkte der Grobgliederung jetzt kurz besprochen. Und das machen wir jetzt. Vers 1, die Überschrift. Dies ist die Botschaft, die der Prophet Habakuk in eine Vision vom Herrn, also von Jahwe, empfing. Habakuk wird hier Prophet genannt. Auch in Kapitel 3, Vers 1 heißt es, ein Gebet des Propheten Habakuk. Manche haben gemeint, er wäre ein Kultprophet, weil durch die musikalischen Anweisungen am Ende hat man gedacht, naja, das wird vielleicht im Tempel dann vorgesungen und so. Er wäre so ein Tempelprophet. Aber das lässt sich nicht wirklich untermauern. Das ist nur eine Spekulation. Wir wissen einfach nichts über diesen Habakuk, wie der gelebt hat und was er so eigentlich in seinem Alltag gemacht hat. Aber er wird Prophet genannt, Sprecher Gottes. Und von daher ist es was ganz, ganz Wichtiges. Dann fehlende Personen, Zeit- und Ortsangaben. Das ist wirklich völlig auffallend, dass da nichts da ist. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit meinetwegen dem nächsten Propheten, Zephania, auch ein kleiner Prophet, ja, auch drei Kapitelchen. Während der Regierungszeit König Josias von Juda, des Sohnes Amons, empfing Zephania eine Botschaft vom Herrn. Zephanias Vater hieß Kuschi, seine weiteren Vorfahren waren Gedalia, Amaja und Hiskia. Das ist so ganz typisch, wie die kleinen Propheten anfangen. Und deswegen ist es so augenfällig und erstaunlich, dass bei Habakuk da eigentlich überhaupt nichts kommt. Keine Personenangaben, keine Zeitangaben, keine Ortsangaben, nichts. Einfach nur, das ist die Botschaft, die der Prophet Habakuk, wer immer das auch ist, in eine Vision vom Herrn empfing. Warum ist das so? Ja, wissen wir vielleicht nicht wirklich, warum es so ist. Aber man kann das sagen, es kann vielleicht damit zusammenhängen, dass dadurch, dass das alles wegfällt, dass dann die Vision, um die es geht, mehr ins Zentrum gerückt wird. Also dass es praktisch eine Konzentration auf die Botschaft ergibt. Dadurch, dass die Informationen über den Propheten selbst völlig verschwiegen werden. Dann ist das Ganze eine Vision, hebräisch Hassar, das ist der Fachausdruck für Schauung, Vision, also etwas völlig Übernatürliches, eine göttliche Offenbarung. Der Fachausdruck für göttliche Offenbarung unterscheint hier als eine Gesamtbeschreibung des Buches. Also das ganze Buch, das ist die Botschaft, die in eine Vision vom Herrn empfing, also wird es als eine Vision bezeichnet, aber das Buch hat ja, und das ist offenkundig, hat ja auch noch ganz andere Beschreibungen. Verwundert etwas, weil sich das Buch formal ja aus Äußerungen des Propheten und direkten
Offenbarung Gottes zusammensetzt. Also es gibt zweierlei. Es gibt tatsächlich direkte Offenbarung Gottes, das kann man ja natürlich Vision nennen. Und dann gibt es aber auch Äußerung des Propheten. Von den 56 Versen sind allerdings nur 17 Verse Äußerungen des Propheten und 39 Verse wirklich direkte Offenbarung Gottes. Direkte Offenbarung Gottes. Und von daher ist der Ausdruck, dass es die Vision, die Gott Habakuk gegeben hat, durchaus gerechtfertigt, weil da der überwiegende Teil tatsächlich eigentlich direkte Offenbarung, direkte Vision von Gott her ist. Dann als Gottesname ist Jahwe bezeichnet, die er von Jahwe erhalten hat, ohne irgendwelche Zusätze. Jahwe ist eigentlich der häufigste Gottesname im Alten Testament und ist eine Bezeichnung des Bundesgottes Israels. Also bei Nennung von Jahwe steckt immer ein bisschen so im Hinterkopf Jahwe, der mit Gott in einem Bund steht. Das ist der Bundesgott. Elohim ist der Schöpfergott. Ja, wenn Elohim steht, Gott, das allgemeine Wort für Gott, Elohim, dann ist es der Gott als Schöpfer, Gott, Gott. Aber Jahwe ist dieser persönliche Eigenname Gottes, der dem Abraham und auch Mose offenbart worden ist. Und das ist der besondere Name, den Juden ja dann auch nicht aussprechen, aus Ehrfurcht, damit sie nicht versündigen dran. Und also der Bundesgott ist hier praktisch auf dem Schirm. Dann der zweite Abschnitt. Habakuk beklagt Gottes Schweigen zu Unrecht und Gewalt in Juda. Er redet Gott auch mit Jahwe an, und zwar durchgängig im ganzen Buch. Da gibt es etwa 10 Verse, wo er Gott mit Jahwe anspricht. Also immer auf dieser Bundesebene läuft es praktisch. Und typische Klageelemente tauchen auf in diesem Abschnitt. Wie lange schon bete ich und du hörst nicht? Ja. Wie lange schon? Mal später heißt es auch mal, wie lange noch? Ja. Also dieses wie lange? Wie lange? Oder warum? Warum? Oder wie? Wie kannst du das zulassen? Also solche Worte kommen hier vor, typische Elemente der Klage. Die kommen auch in der zweiten Klage dann ebenfalls wieder vor. Die Inhalte dieser ersten Klage Habakuks sind eigentlich 7 Inhalte, die wir hier finden. Einmal, seine Hilfeschreie bleiben unerhört. Also er schreit um Hilfe, Gott hört nicht oder handelt nicht. Dann überall herrscht Gewalt, aber von Gott kommt keine Rettung. All die Schwachen werden unterdrückt, Arme leiden Gewalt, aber Gott rettet sie nicht. Warum nur muss ich so viel Unrecht anschauen? Wäre besser, ich wäre nicht da. Ja, ich würde nicht mehr leben. Dann müsste ich das Unrecht wenigstens immer anschauen. Warum muss ich so viel Unrecht anschauen? Ja. Und warum schaust du so untätig zu, wie die Menschen einander das Leben zur Hölle machen? 1 Vers 3. Also die Menschen können sich das Leben wirklich zur Hölle machen. Das kann im Kleinen, auch im Großen, in einem Volk geschehen. Ja. Und Gott schaut hier untätig zu. Eine 5. Inhalt seiner Klage ist, Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende. Das heißt, das Böse ist universal, ist überall und auch endlos. Kein Ende nimmt das. Das 6. ist, niemand nimmt mehr das Gesetz ernst. Und das zeigt, dass die Gruppe, von der er hier spricht, dass es das Volk Gottes sein muss. Denn Habakuk würde ja sich nicht beklagen, wenn die Assyrer das Gesetz Gottes nicht ernst nehmen würden. Ja, das hat Gott ihnen ja gar nicht gegeben. Gott hat seinem Volk Israel das Gesetz gegeben. Also wenn beklagt wird, sie nehmen das Gesetz nicht ernst, dann sind diejenigen, die das Gesetz nicht ernst nehmen, sind das Volk Gottes. Und ja gut, Frage, ne? Das ist vielleicht auch nicht mal im Reich Gottes heute, im Neuen Testament so, dass auch viele Christen das Wort Gottes nicht so ernst nehmen. Ja, das ist nicht nur eine Erscheinung von damals. Aber damals ist es ja dann auch nicht jetzt nur eine christliche Gruppe, sondern es ist auch ein Staatswesen, es ist ein Staat, ja, es ist eine andere Struktur, es ist ein Staat. Und in diesem Staat nimmt niemand
das Gesetz mehr ernst. Und Habakuk beklagt dann den moralischen Zustand des Gottesvolkes, dass er aufgrund seines Bundesverhältnisses mit Gott, mit Jahwe, ja verpflichtet ist, das Gesetz Jahwes einzuhalten. Ja. Und tut es nicht. Also damit ist praktisch, Israel kommt seinen Bundesverpflichtungen nicht nach. Das Gesetz wird nicht ernst genommen. Niemand nimmt es mehr ernst. Und der siebte und letzte Inhalt seiner Klage ist, wenn das so ist, wenn niemand das Gesetz mehr ernst nimmt, den Maßstab, ja, wie soll dann jetzt auch vor Gericht noch ein gerechtes Urteil gefällt werden? Und dann sagt der Beklagte, der Gottlose treibt den Unschuldigen die Enge. Recht wird in Unrecht verdreht. Das heißt, die Missachtung des Gesetzes Gottes seitens der Führung des Landes, also der Richter, der Könige, ja, und der Oberen und so, die treten das Gesetz Gottes mit Füßen und dann führt das natürlich auch zu einer Entartung der Justiz, ja, dass also kein gerechtes Urteil mehr gesprochen wird. Erinnert sehr an Jesaja 5, Vers 20. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis als Licht bezeichnen und Licht als Finsternis, die Saures für süß erklären und Süßes für sauer. Also wenn das Gesetz Gottes so verdreht wird, ins Gegenteil, das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft im Moment auch massiv erleben, die Verdrehung aller Werte. Das, was früher gesund und gut und richtig allgemein anerkannt war, wird heute als schlecht bewertet und andere kranke Sachen werden als das Normale hingestellt. Ja. Auf ganz breiter Front, auf vielen Ebenen ist es. Und das hat natürlich keine gute Zukunft. Ne? Wehe denen, die das tun, die Böses gut und Gutes böse nennen. Die Finsternis als Licht bezeichnen, Licht als Finsternis. Also das ist diese Klage, und die lese ich jetzt mal, es sind ja nur drei Verse, damit wir da ein Gefühl dafür kommen, wie Habakuk da auch klagt. Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht die Gewalt, rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen? Und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben zur Hölle machen? Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende. Niemand nimmt mir das Gesetz ernst. Wie soll da noch ein gerechtes Urteil gefällt werden? Der Gottlose treibt den Unschuldigen in die Enge. Recht wird in Unrecht verkehrt. Also schlimme Zustände in Juda. Die Klage Habakuks ist sicherlich berechtigt, entspricht den Tatsachen, wie es dazugeht. Man könnte ähnliche Klage auch ein bisschen über Deutschland anstimmen im Moment, muss man leider sagen. Diese Klage steht jetzt im Raum. Gott, warum schaust du zu? Warum machst du nichts? Warum hörst du nicht, wenn ich das dir sage? Und Gott antwortet, anders als Habakuk sich das vorgestellt hat, mit der Erweckung der Babylonier zum Gericht über Juda. Das heißt, Gott gibt eine internationale Antwort auf ein nationales Problem. Die Nation Juda hat ein Problem mit ihrer Gottlosigkeit und die Antwort Gottes ist international, er straft sie durch die Babylonier. Und Gott kündigt dann den Aufstieg der Babylonier an, der ab 625 vor Christus mit Nabopolassar begann und dann innerhalb von 20 Jahren sind sie eigentlich zur Weltmacht aufgestiegen, hat vor allem dann unter Nebukadnezar dann riesig Fahrt aufgenommen und innerhalb weniger Jahre wurde eigentlich die assyrische Weltmacht, hat ihren Niedergang erlebt und anstelle ist die babylonische Weltmacht hochgekommen. Ja. Also, und Gott kündigt diesen Aufstieg der Babylonier an, offenbar zu einem Zeitpunkt, wo das noch niemand auf dem Schirm hat, dass die assyrische Weltmacht bedroht sein könnte oder plötzlich nicht mehr der entscheidende Faktor ist. Und diese Babylonier werden dann beschrieben, ihre gewaltigen Heeresmacht, Truppen, Pferde, Reiter, ihr einziges Ziel wird beschrieben, nämlich Blut zu vergießen. Und ihre grausamen Methoden werden beschrieben, massenhafte Gefangennahme, Verspottung besiegter Eliten, effektive Belagerungswalle, hohes Tempo ihrer Eroberung
und schreckliche Verwüstungen finden sich da in der Beschreibung. Und als Gipfel ihre Beschreibung, es gipfelt dann in dem Satz, ihre eigene Stärke ist ihr Gott. Ja. Jetzt lese ich mal diesen Abschnitt der Antwort Gottes auf die Klage Habakuks. Seht euch einmal unter den Völkern um. Ja, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse. Also irgendeine Bewegung in der Völkerwelt, die sehr markant ist. Und das in den eigenen Lebzeiten, wo das passiert, das ist schon besonders. Das heißt, innerhalb von wenigen Jahren oder wenigen Jahrzehnten wird hier ein Shift sein, eine große Veränderung in der Völkerwelt. Schaut genau hin, ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählten. Also wenn andere euch erzählten, würdet ihr es nicht für möglich halten. Also die Babylonier waren offensichtlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auf dem Schirm. Das hätte man nicht geglaubt, wenn man gesagt hätte, die Babylonier werden Weltmacht werden. Ja. Und es ging dann plötzlich sehr schnell, nachdem Nabopolassar an die Macht kam, 626 vor Christus. Und dann hat so 10 Jahre später so der Niedergang Assyriens angefangen und der Machtzuwachs der Babylonier. Und 605 war es dann eigentlich völlig gekippt und Assyrien war erledigt und Babylonien war Weltmacht. Und es hätte niemand für möglich gehalten, dass die Babylonier so aufsteigen. Und das andere, was man wahrscheinlich auch nicht für möglich gehalten hätte, ist, dass die Babylonier feindselig sind gegenüber Juda. Denn als die Assyrer Weltmacht waren, noch zur Zeit unter Hiskia, da kam eine babylonische Abordnung und hat den Hiskia gratuliert zu seiner Genesung und haben da die Waffenkammer da inspiziert. Da ging es wahrscheinlich im Hintergrund eher, wie kann man da zusammenarbeiten, politisch, militärisch, Bündnis machen gegen die Assyrer und so. Und da hat Gott dann schon angekündigt bei Jesaja, dass durch die Babylonier richten wird. Ja. Aber die Babylonier, die eigentlich da als Freunde damals aufgetreten sind, die sollen jetzt das Strafwerkzeug sein. Ja, genau, die sollen das Strafwerkzeug sein. Ja. Aber das war eigentlich unglaublich. Er sagt, ihr würdet es nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählten. Ich lasse die Babylonier zu großer Macht gelangen, dieses grausame und kriegerische Volk. Ihre Truppen durchstreifen die ganze Welt und erobern ein Land nach dem anderen. Sie verbreiten Furcht und Schrecken. Sie herrschen mit Gewalt und schaffen sich ihr eigenes Recht. Der Stärkere hat ja Recht. Ne? Er schafft sich sein eigenes Recht, auch sehr aktuell. Ihre Pferde sind schneller als Panther und wilder als Wölfe auf der Jagd. Aus weiter Ferne stürmen ihre Reiter heran. Sie fliegen herbei wie Adler, die sich auf ihre Beute stürzen. Ihr einziges Ziel ist Blutvergießen. Unaufhaltsam rasen sie vorwärts. Sie nehmen ihre Feinde gefangen, wie man Sand zusammenschaufelt. Dann machen sie sich über die Könige lustig und treiben mit den angesehenen Männern ihren Spott. Und über die Festungen ihrer Gegner lachen sie nur. Sie schütten einen Belagerungswall auf und erobern sie einfach. Dann ziehen sie weiter, wie ein Wirbelwind jagen sie davon und richten schreckliche Verwüstungen an. Ihre eigene Stärke ist ihr Gott. Das war die Antwort Gottes auf die Klage Habakuks. Jetzt muss ich mir vorstellen, jetzt sind vielleicht 20 Jahre ins Land gegangen. Die Babylonier sind gekommen, haben Jerusalem angegriffen und Verwüstungen angerichtet, Zerstörungen angerichtet, Leute gefangen genommen und so weiter. Also mindestens müsste das so diese zweite Angriffswelle sein, wo Ezekiel und etwa 10.000 Leute weggeführt worden sind in die babylonische Gefangenschaft, 597 vor Christus. Vielleicht geht sogar noch etwas weiter. Ja, und jetzt beklagt Habakuk das Schweigen Gottes zu den Verbrechen der Babylonier. Ja, Kapitel 1, 12 bis 21. Er verweist auf Gottes Heiligkeit und Bundesbeziehung. Und das ist das Einzige, eigentlich, was Gott dem Habakuk ein bisschen Hoffnung gibt. Er gibt ihm Hoffnung, dass Juda nicht völlig vernichtet wird durch die Babylonier, sondern dass die Strafe irgendwie überlebt. Die Strafe, die Gott durch die Babylonier vollstreckt, aufgrund von Gottes Heiligkeit und Gottes Bundesbeziehung zu Israel. Dann das Problem der Theozizé, also der Rechtfertigung Gottes, ergibt sich aus diesem eigentlich unlösbaren Widerspruch zwischen A und B.
Ja. Auf der Seite A ist Gottes Heiligkeit und Barmherzigkeit. Er sagt, Gott ist zu heilig, um Böses anzuschauen und die Misshandlung von Menschen zu ertragen. Da bist du viel zu heilig dazu. Das kannst du gar nicht ab, auch die Misshandlung von unschuldigen Menschen zu ertragen. Gottes Heiligkeit und Barmherzigkeit. Gott ist zu heilig und er ist barmherzig. Er kann Misshandlung von Menschen nicht einfach ertragen. Ja. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, und das kriegt man eben A und B nicht zusammen, Gottes Schweigen zu Unrecht und Gewalt. Ja. Warum siehst du dann zu, wie unsere Feinde heimtückisch über uns herfallen? Warum schweigst du, wenn diese Verbrecher andere vernichten, die doch viel rechtschaffener sind als sie? Ja. Dann wird ihre böse Handlung beschrieben. Sie fangen die Judäer in Scharen und jubeln über ihren Fang. Sie opfern ihr Netz, das heißt ihren Truppen, denen sie ihre Beute verdanken. Und ihre Stärke ist ihr Gott. Ja, und wie lange noch dürfen die Feinde das Schwert ziehen und ganze Völker erbarmungslos niedermetzeln? Ja. Also Fragen nach dem Warum, wie lange noch? Und dieser scheinbar unlösbare Widerspruch zwischen dem Wesen Gottes, seiner Heiligkeit, seiner Barmherzigkeit, seiner Güte und diesen Zuständen, wo Gott zuschaut und schweigt. Ja. Und Habakuk nistet sich dann auf einem Turm in der Stadtmauer ein und wartet wie ein Wachtposten gespannt darauf, was der Herr ihm auf seine Klage antworten wird. Jetzt will ich diese Klage mal lesen, dass man es noch mal ein bisschen auf sich wirken lassen kann. Kapitel 1, Vers 12 bis 2, Vers 1. O Herr, mein Gott, bist du nicht von jeher unser heiliger Gott gewesen? Du wirst uns doch nicht sterben lassen, denn du bist für uns wie ein schützender Fels. Die Babylonier hast du dazu bestimmt, deine Strafe an uns zu vollstrecken. Aber du bist zu heilig, um Böses mit ansehen zu können. Du erträgst es nicht, wenn Menschen misshandelt werden. Warum siehst du dann zu, wie unsere Feinde heimtückisch über uns herfallen? Warum schweigst du, wenn diese Verbrecher andere vernichten, die doch viel rechtschaffener sind als sie? Du lässt sie mit uns umgehen wie mit Fischen und anderen Meerestieren, die man mit Angeln und Netzen fängt. Voller Freude jubeln sie über ihren guten Fang. Sie bringen ihren Netzen Opfer dar und verbrennen Weihrauch für sie, denn ihnen verdanken sie die reiche Beute. Also ihre Netze ist praktisch ihre Armeen. Wie lange noch dürfen die Feinde das Schwert ziehen und ganze Völker erbarmungslos niedermetzeln? Ja, wie lange noch? Und dann beschließt Habakuk für sich, Kapitel 2, Vers 1, jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Also verkriecht sich praktisch auf den Wachturm. Dort halte ich wie einen Wachtposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Und Gottes Antwort ist dann dreifach. Es ist dieser Schreibbefehl an Habakuk. Und wir lesen dort in Kapitel 2, Vers 2 bis 3. Der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln. Jeder soll es lesen können. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Also wenn es so irgendwo 597 oder 500, ein bisschen kurz danach, vor Christus war, wo Gott dann die Verheißung gibt, auch dass Babylon untergehen wird. Der Untergang Babylons war dann erst 539 ja, vor Christus, das heißt fast 60 Jahre später. Also Gottes Uhren ticken ein bisschen anders. Es ist also, manches braucht einfach Zeit. Und dies, was er auch dem Einzelnen sagen wird, das wird sich sogar erst in der Ewigkeit letztlich völlig zeigen, wie wir noch sehen werden. Also das ist ein wichtiger Punkt. Gott offenbart etwas. Er sagt, es wird nicht sofort eintreffen. Es ist in der Zukunft erst. In der festgesetzten Zeit, die Gott festgesetzt hat. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen und darauf kannst du dich verlassen. Gott hat auch gesagt, Jesus kommt wieder und wir warten drauf. Aber wir können es darauf verlassen, er hat es gesagt, also verlassen wir uns drauf, er wird schon kommen. Irgendwann wird er kommen, irgendwann ist die Zeit da, die festgesetzt ist, dass er kommt. Ja. Und dann werden wir sehen, wie sich das alles bestätigt. Ja. Und so ist es hier auch mit der Botschaft, es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen, warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Und das ist die Botschaft.
Also dieser Schreibbefehl in deutlicher Schrift auf Tafeln, das heißt, man soll gut lesbar sein für jedermann, soll praktisch überprüfbar sein für die Nachwelt. Der Zweck ist, jedermann soll es lesen können, jeder einzelne Mensch ist Zielgruppe dieser Botschaft, weil sie jetzt auch diese individuelle Ebene bekommt. Und diese individuelle Ebene wird praktisch vorbereitet, dass jeder es lesen kann. Und die nun folgende Offenbarung soll nicht sofort eintreffen, sondern ist erst zur festgesetzten Frist, aber ihr Eintreffen ist absolut gewiss und verlässlich. Habakuk wird aufgefordert zum geduldigen Warten, auch wenn es noch eine Weile dauert. Und diese Botschaft hat praktisch drei Teile. Jetzt noch zwei weitere Teile. Einmal diese Botschaft an den Einzelnen, an den Gerechten, an den Ungerechten und dann die Botschaft über Babylon, diese Spottlied der Völker über Babylon. Das nächste ist jetzt Gottes Botschaft an jede Einzelne, Vers 4 und 5, zwei Verse. Ich lese die erst. Nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Das ist praktisch eine Botschaft, eine Verheißung an die, die Gott vertrauen. Ja. Erstmal schauen wir uns mal diese Verheißung an. Da ist nicht viel dazu zu sagen. Die Sache mit dem Vertrauen, Gottes Anerkennung finden, wenn man ihm vertraut, die geht weit, weit zurück. Auf jeden Fall schon mal bis Abraham. 1. Mose 15, Vers 6 heißt es, Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Oder mit Luther-Übersetzung, Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm zur Gerechtigkeit. Ja. Aber das ist eigentlich auch eine sehr erfrischende Übersetzung hier. Abraham nahm dieses Versprechen ernst, er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Ja. Dieses Versprechen Gottes gilt universal und zwar nicht erst seit Abraham. Ja, das, bei Abraham gilt es klar, 1. Mose 15, Vers 6 und auch Hebräer 11, 8 bis 10, wo der Glaube Abrahams gelobt wird als Vorbild, da sehen wir, dass es entscheidend war, dass Abraham Gott vertraut hat. Ja? An verschiedenen Stellen seines Lebens ist dieses Vertrauen sichtbar geworden und deswegen wird er als Vorbild genommen. Aber das Entscheidende ist, dieses Versprechen Gottes, wer ihm vertraut, bekommt seine Anerkennung. Wer Gott vertraut, der hat praktisch gewonnen, sozusagen. Dies ist universal und es gilt nicht erst seit Abraham. Das gilt eigentlich von Beginn, wo es notwendig war, nämlich nach dem Sündenfall. Vorher war klar, Adam und Eva haben Gott gesehen. Ja? Aber nach dem Sündenfall ging es darum, Gott zu vertrauen, den man dann nicht sieht. Und die Liste der Glaubenshelden in Hebräer 11 beginnt in Vers 4 mit Abel. Die nächste Generation nach Adam und Eva. Die erste Generation, wo Gott nicht mehr so sichtbar sich zeigt im Garten, wie im Garten, wo eine neue, wo ein Bruch ist in der Gottesbeziehung. Ab da gilt schon, wir müssen Gott vertrauen. Und wer vertraut, der wird von Gott angenommen. Abel war der Erste, der Gott vertraut hat. Deswegen führt er diese Glaubensliste an. Und der Glaube als Mittel unserer Rechtfertigung vor Gott wurde besonders durch den Neuen Bund in seiner Universalität unübersehbar. Also im Neuen Bund, jetzt, wo die Gemeinde aus allen Stämmen, Völkern, Nationen so zusammen, sich zusammensetzt und alle möglichen Volksgruppen in der ganzen Welt zum Glauben kommen und von Gott angenommen werden, wird deutlich, wie universal das gilt. Ja? Wer Gott vertraut, der wird leben. Ja. Aber dieses Leben bedeutet nicht nur jetzt und hier, also auch als Mittel unserer Rechtfertigung, sondern dieses Leben hat auch noch eine zukünftige Seite. Ja, das ist sehr wichtig, sehr wichtig. Die eigentliche Erfüllung der Verheißung, der wird leben, ist nicht zu den Lebzeiten dieser Glaubenden, ob das jetzt Abel oder Abraham war, erfüllt worden. Sondern steht immer noch aus. Und das ist mir in Hebräer 11, 39 deutlich geworden, diese Liste der Glaubenshelden. Hebräer 11, 39, da heißt es,
Sie alle haben Gott vertraut. Also diese Liste von Abel an, ja, über Noah und so weiter, irgendwann dann noch Abraham, Jakob, Isaac, Jakob und so weiter, die ganzen Glaubenshelden, David und so weiter. Sie alle haben Gott vertraut, deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und doch erfüllte sich die Zusage Gottes zu ihren Lebzeiten noch nicht. Was war die Zusage Gottes? Der wird leben. Die hat sich noch nicht erfüllt. Der hat nicht nur ein Glaubensleben, sondern dieses er wird leben bedeutet doch für immer Leben, ewiges Leben. Und das hat sich noch nicht erfüllt, noch nicht sichtbar geworden. Diese Zusage Gottes zu ihren Lebzeiten hat sie noch nicht erfüllt, denn Gott hat einen besseren Plan. Sie sollten mit uns zusammen ans Ziel kommen. Also wenn Jesus wiederkommt und seine Brautgemeinde zusammenruft und wir dann den neuen Leib bekommen, verherrlicht werden, dann werden wir das zusammen mit all den Gläubigen des alten Bundes bekommen. Die bekommen auch dann den neuen Leib. Und wir werden mit Abraham, Isaac und Jakob und all den Heiligen des alten Bundes, auch mit Hiob, werden wir da im Reich Gottes dann gemeinsam sitzen und leben. Ja, und dann ist die Verheißung erst erfüllt, ja. Der, der sein Vertrauen auf Gott setzt, der wird leben. Immer leben. Ja, das wird noch vollendet. Ja, sehr wichtiger Punkt. Also das ist die Botschaft Gottes an den Gerechten, ja, dass er leben wird. Der ihm vertraut, der wird leben. Umgekehrt die Botschaft an den Gottlosen ist, er wird zugrunde gehen. Wer aber hochmütig und unaufrichtig ist, der verfehlt sein Ziel. Wer sich auf seine Reichtümer verlässt, betrügt sich selbst. Der hochmütige und anmaßende wird elend zugrunde gehen. Selbst wenn er sich auf dreierlei Weise gebärdet, sein Maul aufreißt wie das Totenreich, unersättlich ist wie der Tod. Ja, selbst wenn er jetzt noch ein Volk nach dem anderen verschlingt, ja, als irgendein Machthaber, der ganze Völker verschlingen kann, ja, wie es ja auch der babylonische Weltherrscher war, auch der wird dann untergehen und von Gott gerichtet und wird elend zugrunde gehen. Also das ist diese Botschaft auf dieser individuellen Ebene. Nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Wer aber hochmütig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel. Das, was der Schöpfer eigentlich mit ihm vorhatte. Wer sich auf seine Reichtümer verlässt, betrügt sich selbst. Der Hochmütige und Anmaßende wird elend zugrunde gehen, auch wenn er sein Maul so weit aufreißt wie das Totenreich und so unersättlich ist wie der Tod, ja selbst wenn er jetzt noch ein Volk nach dem anderen verschlingt. Das nächste ist auch so ein Highlight des Buches Habakuk, das ist dieses Spottlied der Völker über Babylon. Und das ist eigentlich der umfangreichste jetzt von diesen Antworten, Vers 6 bis Vers 20, eingeleitet durch Bezugnahme auf die Völker. Es gibt noch mehr Völker, die auch außer Israel unter der Tyrannei der Babylonier gelitten haben. Und die Rede ist von einem Lied, von Sprichwörtern und Rätseln, die Völker dann auf ihren Feind, nämlich den Babylonier, münzen werden. Das nachfolgende Spottlied, Vers 6 bis 20, gliedert sich anhand des Kehrverses, du bist verloren. Fünfmal kommt er vor. An dieses Kehrverses, du bist verloren, gliedert sich dieses Spottlied. Die ersten vier Strophen werden mit diesem Wort eingeleitet. In der fünften Strophe gibt es wahrscheinlich eine kleine Abweichung davon. Da wird erst das Thema Götzendienst angefasst und dann du bist verloren, weil du auf Götzen vertraust. Ja, also das ist dann das Thema Götzendienst, dann als die fünfte Strophe. Dadurch ergibt sich dann diese Einteilung, die man hier sieht, immer so etwa drei Verse. Das Spottlied thematisiert die Verbrechen der Babylonier und begründet somit das Gericht Gottes, welches wie im Fall Assyriens beim Propheten Nahum nach dem Lex Talionis-Prinzip erfolgt, das heißt Gleiches für Gleiches. Also wenn du mordest, wirst du ermordet. Wenn du plünderst, wirst du geplündert. Also dieses, das, was du anderen angetan hast, das wird dir dann widerfahren. Das ist das Lex Talionis-Prinzip. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja. Und die Liste der moralischen Verfehlungen,
die Babylonien da auf sich häuft in seinem Eroberungsdrang und in seiner Herrschaft über Völker. Eine lange, lange Liste von moralischen Verfehlungen, Dinge, die nicht gut sind. Ja. Und die führen dann auch zu Babyloniens Untergang. Die einzelnen Strophen sind inhaltlich sehr ähnlich aufgebaut und bestehen aus folgendem Schema. Wir haben diesen Kehrvers, du bist verloren. Dann haben wir die Nennung ihrer Schuld. Wird sehr klar genannt, was sie an Schuld auf sich geladen haben. Und dann die Beschreibung der gerechten Strafe. Das ist das Grundschema. Also Kehrvers, Schuld, Strafe. Ausnahmen davon bilden noch die dritte und die fünfte Strophe. In der dritten Strophe ist ein bisschen anders, weil ihre ausgeprägte Theologie und Eschatologie, da wird dann auf die Endzeit noch einen Blick geworfen, einen ersten Höhepunkt des Liedes bildet, deren Gipfel im Zitat einer universalen Verheißung aus Jesaja 11, Vers 9 besteht. Wir werden diese Strophe dann sehen. Und die fünfte Strophe bildet auch eine kleine Ausnahme, weil sie als abschließender Höhepunkt von diesen Verfehlungen, ist eigentlich der Gipfel dann, der abschließende Höhepunkt, den himmelweiten Unterschied zwischen den Götzen und Gott hervorhebt. Babylonier, die auf Götzen vertrauen und wie dann der wahre Gott wirklich ist im Unterschied zum Götzen. Das ist also nochmal ein Highlight, wodurch der Kehrvers dann etwas mehr in die Mitte rutscht. Höhepunkt dieser Strophe ist dann jeweils auch immer der Schlussvers. Also der Schlussvers der dritten Strophe und der fünften Strophe sind jeweils wirkliche Höhepunkte, Highlights, Spitzensätze, wie ich es vorhin genannt habe. Jetzt schauen wir uns die Strophen mal kurz an. Spottlied der Völker über Babylon, die erste Strophe, Vers 6b bis 8. Die Sünde, die dort Babylon auf sich lädt, ist Raub, Mord, Verwüstung ganzer Städte und Länder. Ja. Es fängt an mit dem Kehrvers, du bist verloren, Schuld. Denn du hast fremden Besitz an dich gerissen. Wie lange soll das noch so weitergehen? Du bereicherst dich, indem du Pfand von anderen forderst. Und es wird auch ihm vorgeworfen, dass du Menschen umgebracht und all ihre Städte und Länder verwüstet hast. Und dann wird die Strafe aufgezeigt. Doch ehe du dich versiehst, werden sie mit Zinsen alles von dir zurückfordern. Du wirst vor ihnen zittern. So wird der Räuber selbst zur Beute. Das ist typisch Lex Talionis-Prinzip. Der Räuber wird selber geraubt, wird zur Beute. Wie du ganze Völker ausgeraubt hast, so rauben sie dich dann aus. Lex Talionis. Die Medo-Perser haben dann die Babylonier ausgeraubt. Sie zahlen es dir heim. Ja. Also die erste Strophe. Die zweite Strophe, hier wird angeklagt der Expansionsdrang mit allen Mitteln. Also militärisch, aber das kann man ja auch mit ökonomischen Mitteln machen. Der Kapitalismus hat auch so einen ganz ungesunden Expansionsdrang, was unheimlich die Tendenz hat, arme Völker auszubeuten. Sehr ungut sowas. Expansionsdrang mit allen Mitteln, Selbstsicherheit, Völkermord und Verwüstung. Ich lese mal die Verse 9 bis 11. Du bist verloren, denn ständig willst du deinen Besitz vergrößern und dabei ist dir jedes Mittel recht. Doch letzten Endes stürzt du dich und deine Nachkommen damit nur ins Unglück. Du fühlst dich sicher und unbezwingbar wie ein Adler in seinem Nest hoch oben. Du hast beschlossen, viele Völker auszurotten, doch damit hast du dein Leben verwirkt. Es wird deinem Königshaus den Untergang bringen. Sogar die Steine in der Mauer schreien deinetwegen um Hilfe und die Sparren im Gebälk stimmen in die Klage ein. Also so himmelschreiend, sogar die unbelebten Sachen, Stein und Sparren, praktisch schreien vor diesem Unrecht und dieser Verwüstung. Ja. In der dritten Strophe ist Blutvergießen und Unrecht so im Zentrum. Vers 12 bis 14, du bist verloren, denn als du deine Stadt bautest, hast du viel Blut vergossen. Also die blühende, glänzende Hauptstadt Babylon, die Perle der Nation, die größte, bedeutendste Stadt und schönste Stadt in der damaligen Völkerwelt insgesamt. Aber sie war aufgebaut auf Blut und Mord und Sklaverei und Ungerechtigkeit. Also da ist viel Blut dafür geflossen und dass Sachen erbeutet wurden, den ganzen Wohlstand da nach Babylon gebracht worden sind. Also das ist so wahr, diese Aussage. Du bist verloren, denn als du deine Stadt bautest, hast du viel Blut vergossen. Deine Festung, also Babylon war eine super Festung, ist auf Unrecht gegründet. Aber der Herr, der allmächtige Gott, hat das letzte Wort. Was Völker mühsam errichtet haben, hat keinen Bestand. Ihre Bauwerke werden verbrennen.
Ja, und heute kann man auch Babylon als Ruinenstadt besichtigen. Wie das Wasser die Meere füllt, so wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Also es geht nicht darum, irgendwelche Städte zu füllen mit den Schätzen dieser Erde, sondern es geht darum, dass die Erde gefüllt wird mit dem Schatz der Erkenntnis Gottes. Und das ist das Ziel Gottes und Gott pflegt seine Ziele einzuhalten und zu erreichen. Und wir können 100% sicher sein, dass das kommen wird. Wie das Wasser die Meere füllt, so wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Ein Zitat aus Jesaja 11, Vers 9. Die vierte Strophe, da ist die Liste am längsten mit den einzelnen Sünden. Vergiftung und Betäubung der Nachbarvölker, Genuss ihrer Schande, Abholzung des Libanon, Ausrottung seines Wildes, Mord, Verwüstung von Städten und Ländern. Ich lese diese Strophe, sehr eindrücklich. Du bist verloren, denn du hast deinen Nachbarvölkern einen Becher mit giftigem, betäubendem Getränk gegeben. Sie taubelten wie Betrunkene und hast ihre Schande genossen. Ihre Schande genossen, sich ergötzt an ihrer Schwäche, an ihrer Schande. Bald aber wirst du selbst vor Scham vergehen. Dann ist es vorbei mit all deiner Herrlichkeit. Der Herr wird dir den Becher reichen, der mit seinem Zorn gefüllt ist. Du musst ihn austrinken und wirst selbst stürzen. So wird auch deine Ehre in den Schmutz gezogen. Du hast den Libanon abgeholzt und sein Wild ausgerottet. Das kommt dich teuer zu stehen. Du hast Menschen umgebracht und all ihre Städte und Länder verwüstet. Dafür wirst du büßen müssen. Also Ungerechtigkeit, Gewalt, Verbrechen auf nationaler Ebene, internationaler Ebene wird auch seine gerechte Strafe finden. Das ist absolut sicher. So wie es über Assyrien war, so wie es über Babylon war, wie es dann über Rom war, auch heutige Mächte, sie werden dem Gericht Gottes nicht entgehen. Die fünfte Strophe fängt meines Erachtens diesmal nicht mit dem Kehrvers an, du bist verloren, sondern mit dem Vers vorher. Weil da wird ein neues Thema angesprochen, was bisher überhaupt nicht im Blick war. Aber dieses neue Thema Götzendienst ist Vers 18 bis 20, umfasst diese ganze letzte Strophe. Deswegen lasse ich die fünfte Strophe nicht mit dem Kehrvers in Vers 19 beginnen, sondern lasse die fünfte Strophe mit dem Vers 18 beginnen, wo das Thema Götzendienst startet. Kann eine Götterfigur, die ein Mensch geschnitzt oder gegossen hat, ihm etwa helfen? Das steht auch bei Jesaja. Ja. Sie ist ein glatter Betrug. Wie kann jemand einen stummen Götzen vertrauen, den er selbst gemacht hat? Das ist der Irrsinn des Götzendienstes, wenn man da so eine Götterfigur schnitzt. Ja. Und dann sagt er, du bist verloren, denn du sagst zu einem Stück Holz, wach auf, und zu einem toten Stein, werde lebendig. Kann denn ein solcher Götze einen guten Rat erteilen? Er ist mit Gold und Silber überzogen, aber er hat kein Leben in sich. Es sind tote Götzen. Und wir haben einen lebendigen Gott. Ja, das ist der Unterschied. Tote Götzen oder einen lebendigen Gott. Der Herr dagegen wohnt in seinem heiligen Tempel. Seid still vor ihm, ihr Menschen auf der ganzen Welt. Globale Ebene. Alle Menschen auf der Welt können nur verstummen vor diesem lebendigen Gott, der so mächtig ist, der in seinem heiligen Tempel wohnt. Also dieses Spottlied über Babylon, irgendwo zu Beginn des 6. Jahrhunderts vor Christus, ist natürlich hat mit der politischen Realität weit entfernt. Denn Babylon ist absolute Weltmacht, niemand kann sich entgegenstemmen. Später werden auch nur die Ägypter besiegt von den Babyloniern, ja, unumschränkte Weltmacht in der Region des Nahen Ostens. Und aber Gott kündigt durch Habakuk schon ihren absolut sicheren Niedergang und Untergang an und nennt auch genau die Gründe, all ihre Verbrechen, die sie haben, die sie gemacht haben. Und das legitimiert dann auch wieder das Gericht über die Babylonier. Und das ist die Antwort Gottes auf die Klage von Habakuk. Wie kannst du zuschauen, wenn dieses gottlose, verbrecherische Volk der Babylonier hier dein Volk so vernichtet?
und so viel Unrecht, so viel schlimme Dinge, Verwüstung, Mord über die Völkerwelt bringt? Wie kannst du da zuschauen? Und die Antwort Gottes ist, ja, aber 60 Jahre später werden die ja auch ihre Strafe bekommen. Jetzt kommt das Gebet Habakuks und wir haben zunächst die Reaktion Habakuks auf diese Botschaft, diese dreiteilige Botschaft mit diesem Schreibbefehl, diese individuellen Botschaft an den Gerechten, an den Gottlosen und dieses Spottlied über die Babylone. Und jetzt reagiert Habakuk darauf, auf diese Antwort Gottes. Hat er wohl lange darauf gewartet, hat sich verkrochen in seinen Turm, hat geguckt wie ein Wächter, ne? Jetzt warte ich, dass Gott mir Antwort gibt, ja. Und dann hat Gott ihm diese Vision gegeben, die wurde aufgeschrieben. Und jetzt betet er als Antwort auf diese Offenbarung. Ein Gebet des Propheten Habakuk, Kapitel 3, Vers 1. Herr, ich habe deine Botschaft gehört. Das ist die Botschaft, die er da aufschrauben sollte, ja, diese auf individueller Ebene und die auf dieser internationalen Ebene im Blick auf Babylon, dieses Spottlied. Herr, ich habe deine Botschaft gehört. Dein Plan erfüllt mich mit Ehrfurcht. Führe ihn aus, sobald es geht. Vollende dein Werk, damit wir es noch erleben. Auch wenn du im Zorn handelst, hab Erbarmen. Also auch wenn Gott es im Gericht handelt an seinem Volk, möge er doch Erbarmen haben. Ja, und er soll einfach das jetzt durchziehen, was er geplant hat. Ja. Damit wir es noch erleben. Also natürlich hat Habakuk es wahrscheinlich nicht mehr erlebt. Ja, eher unwahrscheinlich, dass er das noch erlebt hat, dass Babylon untergegangen ist. Aber es war aufgeschrieben, der Nachwelt, und die haben das dann erlebt. Die nächste Generation hat es erlebt. Aber das war Reaktion. Tiefe Ehrfurcht. Dein Plan erfüllt mich mit Ehrfurcht. Wenn wir nachdenken als Christen über den Heilsplan Gottes, wie er sich das alles ausgedacht hat, mit Gemeinde, mit Jesus und so, die Erlösung, das ist einfach ehrfurchtsgebietend. Man kann nur anstehen und Gott anbeten dafür. So ging es hier dem Habakuk auch. Der Plan, Gott als Lenker der Geschichte, dass er dann auch in längeren Zeiträumen dann auch Völker wieder straft, die er als Werkzeuge benutzt hat, und damit auch sie ihre gerechte Strafe bekommen. Es ist einfach Gottes Plan, den man sich da nur verbeugen kann vor diesem Plan. Dann kommt diese Vision vom Erscheinen Gottes zum Gericht über die Völker und zur Rettung seines Volkes. Das ist die Quintessenz dieser nächsten Verse. Wenn man die so liest, kann man es fast ein bisschen aus dem Auge verlieren, weil so viele Details sind. Und die Sprache ist uns sehr fremd, sie ist sehr poetisch. Sie erinnert so ein bisschen an das Siegeslied der Deborah, nachdem Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat und praktisch da als Krieger gegen die Weltmacht Ägypten gekämpft und gesiegt hatte. Ja, in so einer ähnlichen Sprache ist auch dieser Psalm Habakuks verfasst. Und ist etwas sehr, also ungewohnte Formulierung für uns. Aber wir lassen es mal auf uns wirken. Diese Übersetzung ist ja auch sehr gut verständlich, die ich hier habe. Und wir hören es einmal. Also wird Gott geschildert als sein Erscheinen, als Krieger, als Kämpfer, der zum Gericht kommt, um alle Völker zu richten. Also es geht auf das Ende der Zeit. Es geht nicht, dass er dann die Babylon errichtet im 6. Jahrhundert vor Christus. Sondern es ist hier total global und die abschließende Rettung seines Volkes. Hier eschatologisch. Da gibt es zu starke Parallelen mit anderen eschatologischen Texten. Aber darum geht es hier in diesem Abschnitt. Gott erscheint, der Krieger, Gott erscheint als Kämpfer für sein Volk. Er kämpft und richtet und verwüstet die Nationen und rettet dann sein Volk. Das Ganze ist so das Finale der Weltgeschichte. Ja. Im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu, würden wir jetzt aus dem Neuen Testament, von Neuen Testament Hintergrund her sagen. Also lesen wir mal dieses und schauen auf diese Aspekte, Beschreibung Gottes, Gericht über die Völker, Rettung Israels, dieser Dreiklang. Gott kommt von Teman her, das ist Edom. Vom Bergland Pharan zieht er heran. Synonymer Parallelismus. Der heilige Gott.
Sein Glanz strahlt über den Himmel, sein Ruhm erfüllt die ganze Erde. Globale Perspektive. Wie das Sonnenlicht bricht seine Herrlichkeit hervor. Schon mal einen Sonnenaufgang erlebt? Plötzlich ist da und dann ist es so hell, du kannst nicht reinschauen. Wie das Sonnenlicht bricht seine Herrlichkeit hervor, um ihn leuchtet es hell und in Strahlen verbirgt sich seine Macht. Also im Licht, im unzugänglichen Licht wohnt ja auch Gott seine Macht. Vor ihm her geht die Pest. Das ist jetzt so diese Verwüstung, die Heiligkeit Gottes, die vernichten ist auf alles Gottlose und Sündige. Das wird alles verzehrt wie von Feuer. Und das haben wir auch so Stellen, wo der Pestengel da bei der Sünde Davids damals 3 Tage gewütet hat. Oder der Engel des Herrn, der in Ägypten da die Erstgeburt schlug. Also solche Geschehnisse in der Vergangenheit. Und das ist jetzt noch globaler. Vor ihm her geht die Pest und wo er vorbeigezogen ist, greift die Seuche um sich. Wo immer sein Fuß hintritt, bebt die Erde. Trifft sein Blick die Völker, so schrecken sie zusammen. Berge aus uralter Zeit bersten auseinander, Hügel, die ewig schon bestehen, sinken in sich zusammen. So schreit er wie früher über unsere Erde. Also wie vergleichbare mächtige Kämpfe damals mit Ägypten, auch aus Ägypten, ja, vergleichbar, schreit er wie früher über unsere Erde. Ich sehe die Zelte der Kuschiter zittern und auch die der Midianiter geraten ins Wanken. Also Völker aus der Umgebung von Israel. Wem gilt dein Zorn, Herr? Den großen Strömen oder den Fluten des Meeres? Sehr bildliche Sprache. Gegen wen ziehst du mit deinen Pferden in den Krieg? Wohin rasen deine siegreichen Streitwagen? Also natürlich mit Bildern aus unserer Welt, aus unserer Art von Kriegsführung in der damaligen Zeit, wird praktisch der kämpfende Gott hier beschrieben. Natürlich braucht Gott keinen Streitwagen und keine Pferde. Ja. Aber er wird eben als Krieger beschrieben und von daher als Heerführer, der Pferde und Streitwagen hat. Gegen wen ziehst du mit deinen Pferden in den Krieg, wohin rasen deine siegreichen Streitwagen? Jetzt holst du den Bogen zum Kampf hervor. Du hast geschworen, dass deine Pfeile treffen. Du spaltest die Erde, bis Ströme hervorbrechen, also das Wasser aus der Erde hervorbricht. Diese Wunder hat Gott auch in der Wüste getan. Bei deinem Anblick erbeben die Berge, dichter Regen prasselt nieder. Diese Regengüsse haben wir auch bei manchen Erscheinungen Gottes, sind die gepaart mit so Regengüssen. Dichter Regen prasselt nieder, das Meer braust, seine Wogen türmen sich auf. Sonne und Mond verfinstern sich, also gar globale Auswirkungen, also kosmische Auswirkungen. Das sind alles Bilder, die von dem Erscheinen Gottes sprechen. Auch in der Offenbarung haben wir solche Bilder. Wenn dann Jesus kommt, ist das auch begleitet mit solchen kosmischen Zeichen. Ja, und so hier auch. Sonne und Mond verfinstern sich, wenn deine leuchtenden Pfeile fliegen und ein Speer am Himmel aufblitzt. Wahrscheinlich ist das der Blitz mit gemeint. Ja, voller Zorn schreitest du über die Erde und schlägst die Völker, wie man Weizen trischt. Es geht ja jetzt nicht gegen Babylon allein. Es geht nicht um die Sache damals, sondern es geht um die endzeitliche Sache, wenn Gott dann am Ende erscheint, über die Erde schreit und die ganzen Völker schlägt und richtet in das, was wir im Neuen Testament Harmagedon nennen, eben die Ereignisse im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Doch du bist gekommen, um dein Volk zu retten. Das ist jetzt die gute Botschaft hier. Ne? Das Kommen Gottes, was sich so lähmend und zerstörend und vernichtend, schrecklich für die Völker dann auswirkt, für das Volk Gottes ist es die Rettung. Ja, es ist positiv. Doch du bist gekommen, um dein Volk zu retten. Du stehst dem König bei, den du eingesetzt hast. Vom Palast des Unterdrückers reißt du das Dach herab. Nur ein paar Grundmauern bleiben übrig. Also nicht demütig, wenn der Palast des Herrschers, der vorher unterdrückt hat, jetzt praktisch einstürzt, ne? Nur noch Grundmauern übrig bleiben. Das zeigt also, wie die Verhältnisse völlig umgekehrt werden. Ne? Der Unterdrücker wird jetzt vernichtet und der unterdrückt war, der wird gerettet und wird jetzt hoch erhoben. Seine Heerführer, also die Heerführer des Unterdrückers, wollen unsere Truppen vernichten. Schon stürmen sie heran und freuen sich darauf, uns wehrlos in einen Hinterhalt zu locken und zu töten. Wie ein Löwe seine Beute. Doch du durchbohrst sie mit ihren eigenen Pfeilen. Für deine Pferde bahnst du dir einen Weg mitten durchs Meer, auch wenn seine Fluten noch so hoch steigen. Also Gott hier als Krieger
mit Bildern der damaligen Kriegsführung, der praktisch siegreich über die Völkerwelt daherfegt und sie zerstört und sein Volk rettet. Das ist das Bild, was man festhalten muss hier in dieser Vision. Und dann kommt Habakkuks Reaktion auf dieses Bild der Erscheinen Gottes. Als mir der Herr dies alles zeigte, fing ich am ganzen Leib an zu zittern. Seine Worte ließen meine Lippen beben, der Schreck fuhr mir in die Glieder. Ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Also beim Anblick dieser Vision, klar, das ist so erschreckend, so, du bist völlig fertig, du weißt nicht, was du sagen sollst, du zitterst, deine Lippen beben, der Schreck fährt dir in die Glieder, du kannst dich kaum auf den Beinen halten, stürzt fast zu Boden, ähnlich wie es Daniel ergangen ist. Das war diese Reaktion auf diese Vision von dieser Erhabenheit des Kriegergottes. Aber das ist nicht das Einzige. Und dann kommt die nachhaltige geistliche Reaktion von Habakkuk, und das ist nochmal so ein Juwel am Ende des Buches. Jetzt warte ich sehnsüchtig auf den Tag, an dem das Unheil über dieses Volk hereinbricht, das uns angegriffen hat. Also Gott hat verheißen, die Babylonier werden zerstört, vernichtet. Und jetzt sagt er, jetzt warte ich drauf, dass das geschieht. Er hat es wahrscheinlich nicht mehr unbedingt erlebt, aber er hat sich auf das Warten eingestellt, dass die Verheißung Gottes eintreffen wird. Das ist auch ein Merkmal unseres Lebens als Christen, dass wir einfach in einer gewissen, natürlich auch aktiven, aber auch in der Warteposition sind, einfach in beständiger Erwartung, dass das eintrifft, was Gott verheißen hat. Und das ist allen voran das Wichtigste, die Wiederkunft Jesu. Das ist der Höhepunkt der Geschichte. Ja, und damit verbunden die Auferstehung aus den Toten. Ja, Höhepunkt des Lebens, die Auferstehung aus den Toten. Ja, also darauf warten wir hin. Das ist ständig unser Gedanken, auch darauf zu warten, dass Jesus wiederkommt, dass wir auferweckt werden aus den Toten oder den neuen Leib einfach dann übergestülpt bekommen. Natürlich ist die Gegenwart nicht immer jetzt so rosig. Die Gegenwart ist auch trist, das Glas ist halb leer. Und das finde ich so ermutigend hier, was Habakkuk dann hier schreibt. Also eins ist diese wartende Haltung und erwartende Haltung, mit der er fortan lebt, einfach zu erwarten, dass die Verheißung Gottes kommt. Aber dann in dieser Realität, die alles andere als freudig ist oder toll ist, sagt er, noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag, noch kann man keine Oliven ernten, noch auf unseren Feldern und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Warum? Weil es alles verwüstet ist durch den Krieg. Ne? Deswegen kann da nichts geerntet werden, es ist alles zerstört. Also er hockt in einem zerstörten Juda. Ja. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und die Viehställe stehen leer, weil es alles gestohlen wurde oder getötet wurde. Also die Umstände sind brutal schlecht, katastrophale praktisch Verwüstung, Zerstörung. Das ist die Realität. Und dann sagt Habakkuk, und doch will ich jubeln. Inmitten dieses Elend. Und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Also wenn es auf der Welt hier nichts mehr zu freuen gibt praktisch, ja, aber ich habe immer eine Freude. Der Herr ist meine Freude. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude, dass ich ihn kennen darf, dass er mich liebt, dass er mich angenommen hat in Jesus, dass er mir eine neue Identität gibt, dass er mir eine fantastische Zukunft gibt. Da habe ich immer Grund zum Freuen. Kann ich immer sagen, ich freue mich. Ja, Gott der Herr macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte wie eine Gazelle, kann ich über die Berge springen. Also Habakkuk schaut nicht auf diese schlimmen Zustände, was alles nicht ist, sondern er schaut auf Gott. Gott ist seine Freude und Gott gibt ihm Kraft, dass er mitten all dieser schwierigen Zustände trotzdem irgendwo auch fröhlich durchs Leben gehen kann und nicht total depressiv nur in der Ecke hängt. Gott macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte wie eine Gazelle, kann ich über die Berge springen. Ich habe eine Energie, Lebensenergie, ich habe Freude, ich kann mich bewegen, ich kann weitergehen, trotz all den Dingen, die da sind. Weil Gott ist meine Freude. Und dann am Schluss Einrahmung des Buches, so wie es ein Buch Anfang hat, im ersten Vers hat es hier einen Schlusssatz, eine musikalische Schlussnotiz. Dieses Lied, das ist wahrscheinlich speziell jetzt mal auf das dritte Kapitel bezogen, weil das poetisch ist, das Gebet von Habakkuk. Dieses Lied soll mit Saiteninstrumenten begleitet werden. Also das wurde wirklich auch gesungen
Und dadurch prägt sich es ein, was man öfter gesungen hat, wahrscheinlich dann im Tempel oder wenn man sich zusammengekommen ist mit Saiteninstrumenten, sich darüber Gedanken machen. Ja, Gott kommt, Gott wird die Völker richten, Gott wird sein Volk erretten. Und trotz aller misslichen Lage kann ich mich freuen in meinem Gott. Und er hilft mir, er gibt mir Kraft zu springen. Ja. Also das Buch Habakuk ist schon echt ein Kleinod, ein Juwel, man hätte es nicht gedacht. Wer liest schon Habakuk? Ich habe noch nie in meinem Leben eine Predigt über Habakuk gehört. Ja, bin jetzt 63 Jahre alt. Die werden so brutal vernachlässigt, diese kleinen Propheten. Dabei sind es wirkliche Schätze. Ja, und ich kann nur empfehlen, diese kleinen Propheten nicht zu vernachlässigen, sondern immer wieder auch diese kleinen Propheten zu lesen. Und weil sie so klein sind, kann man auch gut so einen kleinen Propheten mal nehmen und sagen, die nächsten 3-4 Tage lese ich dann jeden Tag einmal durch. Da habe ich dann 3-4 Mal gelesen. Und da habe ich nochmal ein ganz anderes Verständnis und Tiefe für so einen kleinen Propheten. Echt ein wichtiger, wertvoller Tipp. Habe ich jetzt auch in der Vorbereitung gemacht. Ich habe eine Woche lang jeden Tag einfach das gelesen. Nach ein paar Tagen angefangen, mir erste Sachen zu unterstreichen und dann die Sachen ausgearbeitet. Einfach nur aus dem Bibeltext raus. Ja. Also könnt ihr auch alles so herausfinden. Ja. Da war jetzt gar keine große Literatur irgendwie verwendet. Einfach nur vom Bibeltext her. Ja. So, das war heute Habakuk. Und dann geht es auch weiter. Dann das nächste Mal kommt Zephania. Ja, auch so ein vergessenes Juwel.